So, wenn du stumpfe Messer hast und diese einfach wieder scharf bekommen willst, bleibst du dran. Moin. So, heute mal wieder was anderes. Keine Messer, sondern etwas, was diese wieder scharf macht. Heute reden wir über den Worksharp Precision Adjust in der rund 50 Euro Grundausstattung. Warnung gleich vorweg, das ist kein Tutorial, in dem ich zeige, wie das Ding bis ins kleinste Detail funktioniert, sondern nur so ein kleines Review, um das Ding einfach mal vorzustellen. So, da haben wir den Plastikbomber. Okay, fairerweise, das Ding besteht nicht nur aus Plastik, sondern da ist auch Metall, Magneten, Diamant und Keramik und so dabei, aber im Großen und Ganzen besteht der Hauptkörper tatsächlich aus Kunststoff. Was nicht bedeuten soll, dass er sich nicht wertig anfühlt. Bestehen tut dieses Schleifsystem aus vier einzelnen Teilen, die sich für den Transport auseinandernehmen lassen. Der Standfuß wies einst vier Gummipads auf, um Rutschen zu vermeiden. Wie gesagt, wies er auf, denn nach ungefähr dreimal Nutzen haben die alle vier gesagt Tschüss und wurden nie wieder gesehen. Muss nicht bei dir passieren, aber ich will dich vorher gewarnt haben, es kann passieren. Dann musst du mit Sekundenkleber oder ähnlichem daran gehen. Wie gesagt, in meinem Fall, sie sind abgefallen und waren weg. Das war doof. Der Hauptkörper besitzt neben der Messeraufnahme die Winkel, Halt, Schleifstein für Skala-Montage. Sehr, sehr simpel und intuitiv zu nutzen, da man an sich nur am Rad drehen muss und der Schleifstein per Magnet eingesetzt wird. Die Messerhaltevorrichtung ist sauber verarbeitet und bietet eine Metallvorderzange mit gummierten Gripflächen. Durch den dreieckigen Kanal wird die Klinge schön mittig zwischen den Backen eingespannt und durch die Gummierung verrutschfrei gehalten. Achso, festgezogen wird das Ganze über diese massive Daumenschraube. Wenn du also dein Messer eingespannt hast, kannst du es dann wieder per Magnet in das eigentliche Gerät einsetzen. Wenn du dein Messer im zusammengebauten Zustand schleifen möchtest, achte darauf, dass, wenn der weiße Punkt zu sehen ist, das Messer mit dem Griff nach rechts einzusetzen ist, damit du die im Körper verbaute Drehfunktion durch Drücken des hinteren Knopfes problemfrei nutzen kannst. Zu den Schleifsteinen bzw. den Diamant- und Keramikplatten ist zu sagen, sie sind relativ dünn und klein und kurz, aber bislang halten sie sich wacker. Die grobe 320er Seite hat einen durchschnittlich guten Abtrag, braucht aber natürlich bei härteren Stählen, insbesondere wenn ein neues Profil eingeschliffen werden muss, recht lange. Aber mit Geduld ist dies bisher kein Problem gewesen. Die 600er Diamantplatte, die sich eher wie eine 800 Plus anfühlt, verfeinert und schärft den vorangegangenen Arbeitsgang zuverlässig und schnell. Das gute alte feine weiße Keramik macht nochmal das gleiche, beziehungsweise es verfeinert, es poliert ein wenig und es nimmt den Grat endgültig ab. Resultat? Kein Mirror Polish, aber ein schnell rasiertaugliches Messer. So, Fazit. Für den Preis von rund 50 Euro kannst du mit dem Gerät tatsächlich eine gute Bandbreite an Messern und Stählen wieder scharf bekommen. Und das noch nicht mal mit großartig Skill oder ähnlichem. Da das Teil einfach zu zerlegen und zu transportieren ist, ist ein Einsatzbereich natürlich weit gefächert. Du kannst das Ding auf den Tisch stellen, im Auto transportieren oder beim Kanufahren eben aufbauen, um dein Filiermesser wieder scharf zu kriegen, wenn du das wollen würdest, tun könntest. Der Prozess ist schön simpel. Einspannen, Grat einstellen, drauf losschleifen, bis der Grat vollkommen vorhanden ist, drehen und wiederholen, drehen, Stein wechseln, wiederholen. Und so weiter und so weiter. Ich habe mir den Worksharp geholt, da ich faul bin. Sprich, ich habe nicht immer Lust, meine ganzen Wassersteine rauszuholen und dann da eine großartige Schleifsession draus zu machen. Genauso wenig habe ich immer Lust, den Edge Pro aufzubauen und da eine großartige Schleifsession draus zu machen. Manchmal will man einfach nebenbei beim Netflix glotzen, irgendwie ohne groß nachzudenken, sein Messer scharf kriegen. Zumindest wollte ich das. Und da kam mir der Kleine hier relativ perfekt für vor. Was er auch tatsächlich ist. Und ja, er macht genau das und nicht mehr. Wie lange die Schleifplates jetzt wirklich am Ende halten werden, kann ich noch nicht sagen. Ich habe bisher ein paar S30V, ein paar M390 und allen möglichen Krams dazwischen geschliffen. Und bisher machen sie ihren Job immer noch. Und ganz ehrlich, für den Preis von 50 Eiern bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich sage, wenn sie jetzt den Geist aufgeben würden, wäre ich jetzt nicht unbedingt böse. Also, wenn du so faul bist wie ich, oder einfach keine großartige Lust hast, dich mit dem Thema Schleifen auseinanderzusetzen
und einfach nur was suchst, was einfach ist, günstig und aus Eisen wieder Messern macht. Meine Empfehlung hat das Ding. Für den Preis, ganz ehrlich, habe ich schon definitiv schlechtere Schleifmittel gehabt. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video und hauste!